Ted steht der Therapie zögernd und sogar feindselig gegenüber. Warum? Er zweifelt an sich selbst, an dem, was er gesehen hat, sogar an seinem Verstand. Mir ist noch nie ein so extremer Fall von Höhenangst begegnet. Er wäre nicht der erste Schriftsteller, der seine Symptome übertreibt, um sich interessant zu machen, Mitleid zu erregen, die Sache für sich selbst realer zu machen, wo er sich doch ständig mit Fiktion befasst. Gibt es sie wirklich? Würde mich nicht wundern, wenn Faye eine Figur aus einem Buch wäre, an dem Ed gerade sitzt. Ob es sie nun gibt oder nicht, sie könnte der Schlüssel zu all dem sein. Oder zumindest einer der Schlüssel. Was ist mit diesem früheren Anfall von Höhenangst? Und seinen Eltern? Etwas ist in seiner Kindheit geschehen, aber Claire will mir nicht sagen. Vielleicht Robert. Oder Ed selbst, falls ich durch die inneren Blockaden durchkomme. Ich muss es versuchen. Der gewünschte Teilnehmer ist zurzeit nicht erreichbar. Mit wem spreche ich? Dr. Loomis? Wer ist da? Hier ist Sheriff Reyes. Dr. Leonard hat mir Ihre Nummer gegeben. Guten Tag, Sheriff. Hören Sie, ich will ja gar nicht, dass Sie mir was Vertrauliches über Ihren Patienten erzählen, aber wenn etwas in Ihren Gesprächen mit Miller zur Sprache kommt... Wird denn gegen Ed ermittelt? Wird er einer Straftat verdächtigt? Nein, nicht direkt. Soweit ich weiß, hat sich Ed keiner Straftat schuldig gemacht. Nun, das werden wir sehen. Also, helfen Sie mir? Wir werden sehen. Ah, touché, Doktor. Ich wäre für jeden... Vielleicht hat jemand was gesehen. Bin gerade auf dem Weg zu seinen Nachbarn. Den Franklin? Meg, bist du da? Tut mir leid, ich muss los. Was ist denn diesmal, Adam? Bitte sag, dass du die Mail mit den Slogan-Ideen gelesen hast. Ja, ja. Sehr gut gemacht, Kleiner. Ich weiß gar nicht, welcher mir mehr gefällt. Mir gefällt Nummer 6. Ja, das war doch der... Ihre Stimme für Sheriff Reyes. Der Vollpfosten, der wüsste, dass es nur 3 Slogans gibt, wenn er die E-Mail gelesen hätte. Adam, muss ich deiner Tante und deinem Onkel sagen, dass du keinen Respekt für Ältere hast? Bist du schon bei der Ranch? Bin unterwegs. Falls jemand fragen sollte, ich habe Samstagabend gearbeitet, okay? Ich war nicht beim Monatsdinner. Hallo, Samuel. Wusstest du schon, dass dein Neffe ein fieser Lump ist? Das magst du. Hey,
Ich schaue es mir an, sobald ich wieder Netz habe. Okay? Adam, sind deine Tante und dein Onkel normalerweise um diese Zeit zu Hause? Mein Onkel ist bestimmt in der Scheune. Und wenn meine Tante nicht zu Hause ist, ist sie einkaufen. Wenn keiner aufmacht, geh einfach rein. Schön, du willst also, dass dein Onkel mich wegen Einbruchs drankriegt? Du kennst ihn gut. Samuel! Bist du da? Ich bin's, Sheriff Reyes. Adam, sagst du mir, warum mein Assistent bei seinem Abschluss blaue Haare hatte? Oh nein, ich hab Tante Esther doch gesagt, das Bild soll weg. Ich hatte eine Wette mit Marcello. Wenn ich vor seiner Masterarbeit meinen Abschluss gehabt hätte, wäre er dran gewesen. Wo war's? Erzähl ich später.
Adam? Warte mal, Nick. Sorry, bin wieder da. Alles okay? Der große Baum. Auf dem Feld hinter der Scheune. Wer liegt darunter? Oh. Mein Cousin Leonard. Hab ihn nie kennengelernt. Wie lange ist es her? 50 Jahre? War eine Totgeburt. Meine Tante wäre fast gestorben. Sie mussten ihr die Gebärmutter rausnehmen oder die Eierstöcke oder so. Nick? Bist du noch da? Hört sich furchtbar an. Danke, Mann. Wir sehen uns auf dem Revier. Oh, langsam. Tranquilo. Scheiße. Wie lange bist du denn schon so hier? El gusto es mío. Laufen ist grad nicht. Komm erst mal wieder zu Kräften.
Nick, bist du da? Nur mal nebenbei, du hast in einer halben Stunde einen Termin beim Bürgermeister. Oh nein. Hey, ich kann Frankie Lane hören. Wie geht's ihm? Ich glaube nicht, dass sich dein Onkel sehr gut um ihn kümmert. Im Ernst? Der Alte baut echt ab. Du wirst pünktlich sein, oder? Du übernimmst besser für mich, ja? Schon wieder? Fauler Sack. Adam, dein Onkel Samuel kümmert sich doch nicht allein um die ganze Ranch, oder? Also, nach dem, was meine Tante sagt, ist es nicht leicht, jemanden zu finden, der mit ihm arbeiten will. Was mich jetzt nicht überrascht. Immerhin haben sie euch nicht ausgeraubt.
Augen. Nick, der Bürgermeister ist weg. Soll ich erzählen? Nick, alles in Ordnung? Ich hab zu tun. Ich melde mich später. Ich wollte Sie gerade rufen. Ed wartet. Adam. Harley, sag Adam nicht. Ruf die Forensik an und sag ihnen, dass... Ed? Sollen wir anfangen? Also, warum erzählen Sie mir nicht von Ihrer Kindheit? Was wollen Sie denn wissen? Was Sie gespielt haben? Wie weit oben? Das Baumhaus ist wunderschön. War's auch.
Okay, ihr Landratten, jetzt haben wir sie entern! Flanagan, mein Haken! Ist nicht deine Kabine, Captain Roberts. Donnerkeil, Flanagan. Ohne meinen Haken kann ich das Schiff nicht entern. Ich glaube, der ist noch auf Skull Island, Captain. Den bringst du mir lieber ganz schnell, wenn du nicht als Fischfutter enden willst. Dad, Kumpel, komm mal bitte in mein Büro. Okay, Dad. Flanagan, alle Mann an Deck. Oi, Captain. Gouverneur Miller erwartet mich in einer höchst wichtigen Angelegenheit auf dem Vorderdeck.